Liebe Gäste, ich darf Ihnen einen Herrn vorstellen, für den das gewissermaßen heute auch ein Feiertag ist. Der Rasteda Familientag wird in diesem Jahr präsentiert und ermöglicht von der Firma Ashampoo. Sie sind neuer Rasteda, habe ich gehört. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ashampoo. Ja, die Firma Ashampoo ist ein Softwareunternehmen, noch ein Oldenburger Softwareunternehmen. Wir produzieren Software für den Enduser, für den Endverbraucher. Es sind im Wesentlichen Brennprogramme, es sind Systemprogramme, die man sich ganz normal über das Internet per Download runterladen kann. Sie haben es gesagt, bis jetzt sind Sie in Oldenburg zu Hause, aber Ihre Firma hat beschlossen, Sie siedeln um nach Rastede. Was waren die Beweggründe, ins schöne oldenburgische Rastede zu kommen? Ja, unsere Firma, wie Sie schon sagten, ist in Oldenburg ansässig. Wir stoßen langsam, aber sicher an unsere Platzkapazitäten. Und sind dann bei der Suche nach einem neuen Objekt, nach einem neuen Grundstück auf das Gewerbegebiet am Schafhückenweg gestoßen. Und im Zuge weiterer Planung hat uns die Gemeinde Rastede dort mit sehr offenen Armen empfangen. Und das war eigentlich Grund zu sagen, okay, wir wechseln mit unserer Ashampoo-Gruppe in die Gemeinde Rastede. Es gibt eine nette Geschichte zum Namen Ihrer Unternehmung. Ashampoo können wir uns, assoziieren wir jetzt nicht sofort mit Software. Wie kam dieser Name zustande im Moment der Unternehmensgründung? Ja, das kommt aus der Unternehmensgründung her. Ashampoo steht ja für ein Shampoo. Und es gab damals, das erste Programm war ein Clean-Programm, ein Reinigungsprogramm für die Festplatte. Und da der Name Cleaner schon vergeben war im Englischen, hat man gesagt, okay, was liegt der Reinigung nahe? Das ist Shampoo. Also hat man gesagt, wir machen daraus Shampoo, ein Shampoo. Also in Verbindung mit Reinigung. Sie haben eine tolle Idee geboren in diesem Jahr. Das ist eigentlich kein klassisches Sponsoring, was Sie hier betreiben. Kein Branding, kein großer Werbeauftritt, sondern Sie möchten wirklich Dankeschön sagen der Gemeinde Rastede und der Rasteder Bevölkerung. Was unternehmen Sie am heutigen Turnierfreitag? Ja, das war die Idee war eben daraus geboren, dass wir mit offenen Armen hier empfangen sind von der Gemeinde Rastede. Es war alles sehr flexibel und im Gegenzug dazu haben wir gesagt, wir laden die Rasteder Bürger heute an diesem Tag einfach zu dieser Veranstaltung an. Das ist ja ein langes, traditionelles Turnier und da lag eben nichts nahe zu sagen, komm, wir laden euch ein, heute dabei zu sein und an diesem schönen Tag an diesem Turnier teilzunehmen. Vielen, vielen Dank, sagen wir, Ashampoo. Meine Damen und Herren, fühlen Sie sich wohl. Heute sind Sie Gäste von Ashampoo. Dankeschön. Dankeschön.